Moin moin Leute, ich bin Lilkopfs Brain oder einfach nur Yannick, begrüße gerade dich zu einem wundervollen neuen Indie-Game. Wir schauen uns heute zusammen The Rise of Dracula, der Aufstieg von Dracula. Das ist heute auf dem Plan. Es sah sehr, sehr interessant aus, falls ihr Blasphemous kennt, das ist so ein 2D-Dark Souls-like Game. Sowas ähnliches hat derjenige hier auch versucht umzusetzen mit der Godot-Engine, falls es jemand interessiert. Ich finde die Engines hier immer total spannend. Und ich würde sagen, wir starten durch mit dem Tutorial, um erstmal so ein bisschen reinzukommen. Left and right, jawohl. Springen kann man auch, man kann nur so springen, okay. Jump, jawohl. Okay, die Controls sind noch ein bisschen schwierig, weil man kann, genau das gleiche Problem wie bei Cuphead damals. Erinnert ihr euch noch an diesen Journalisten, der damals dieses Tutorial nicht geschafft hat? Oh Gott, ey, das wird dem Jahr Leben lang nachgehalten. Well, he's dead. He's fucking dead. Anscheinend haben wir, so wie es aussieht, drei Leben. Die sieht man oben links, würde ich behaupten. Okay, and we did it. Also, das ist wohl das Tutorial, um so ein bisschen reinzukommen. Aber wir wollen uns natürlich direkt das erste Level und damit auch sehr wahrscheinlich den ersten Boss angucken. Gut, die Gegner haben gar keine Chance, irgendwie anzugreifen. Das ist natürlich ganz nett, wenn man schnell genug drückt. Gut, natürlich bin ich am gespanntesten auf die Gegner. Keine Frage. Oh, der eine von denen ist ein Bogenschütze. Guck mal, der hat uns sogar einmal erwischt. Der Lümmel. Okay, vielleicht finden wir hier sogar irgendwie so ein Lebensupgrade. Oder können unser Leben irgendwie wieder auffüllen. Oh, lol. Das sind einfach zwei Bogenschützen. Und jetzt haben wir schon nur noch ein Leben. Oh, Backe. Ist ja nicht so gut. Okay, die da oben haben wir jetzt einfach mal hinter uns gelassen. Man muss ja nicht jeden Gegner umbringen. Zack. Oh. Ho. Komm, man kann an den Gegnern hier einfach an allen vorbei. Ei. Oh Gott. Okay, ich habe versucht gerade zwischendrin immer zu dodgen. Okay, also die Controls sind ganz schön knackig. Und irgendwie hat er anscheinend auch nur eine Animation für eine Attacke. Well, okay. I guess. Ho! 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 Der Executioner wurde executed. Annihilated. Nice. Er ist down. Okay. Wir schlagen anscheinend sein... Johohohoho! Okay. Ciao Kopf, Bruder. Level 2 available. Okay. Also es gibt tatsächlich noch ein zweites Level. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es alle drei Level gibt. Wir werden mal sehen. Oh, neue Musik. Oh! Sachen, denen man noch ausweichen muss. Stark. I like. Ich hatte nämlich schon ein bisschen Sorge, dass das doch recht langweilig wird, dass die Overworld, wo man immer unterwegs ist. Entschuldigung. Durch den Pfeil durchgedasht. Ohne Probleme. Eigentlich hättest du jetzt ja auch von der Axt umgenietet werden müssen, oder? Sehe ich das falsch? Damit hat er mich noch gekriegt, wie frech. Ich finde es auf jeden Fall sehr nett. Irgendwo auch fast fair. Dass man bei dem Boss immer wieder restarten kann, ohne das ganze Level machen zu müssen. Ein Wizard! Aua, aua! Okay. Der hat schon mal auf jeden Fall mindestens zwei Attacken. That's something. Ah!
Okay, der wird knackig. Der wird knackig. Zumal der die Attacke irgendwie... Okay, holy shit. Der ist nicht einfach. Ich weiß auch nicht, warum da manchmal irgendwie das Bild so komische Scanlines macht. Mir ist das auch schon aufgefallen. Vielleicht liegt das irgendwie an der Engine oder... Keine Ahnung. Ach komm, ach komm! Nee. Das sehe ich nicht ein. Die Range davon ist asozial. Man muss aber zugeben, das sieht wieder aus wie so... Das erste Indie-Game von jemandem. Und dafür, finde ich, ist das Pixel-Art und die Musik auf jeden Fall vollkommen on point. Okay, wir haben ihn umgebracht und sind verbrannt. Zusammen mit ihm. Sehr gut. Annihilated. Schlagen wir auch seinen Kopf ab? Schlagen wir von allen den Kopf ab? Ach du, wir reißen ihn ab. In Gottes Namen. Okay, in Draculas Namen, könnte man beinahe sagen. Okay, Level 2 war auf jeden Fall schon ein bisschen knackiger als Level 3. Level... Bullshit. Als, Level... 1. Oh, ein Hund. Ich töte keine Hunde. Ne, irgendwie, das Einzige, was man vielleicht nochmal gucken müsste, ist, dass man an den Gegnern einfach so vorbeilaufen kann. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Also, wenn man da einmal reinfällt, dann ist vorbei. Also, der Hund beißt einen. So viel dazu, ich töte keine Hunde. Well... Sehr gut. Na, was machst du? Ich stand einfach auf seinem Kopf. Oh. Sehr schön. Und beim letzten Boss sind wir angekommen. Okay, und... Okay. Der sticht immer so nach vorne, das ist seine Attacke. Wow! Okay, okay. Das Ding ist, meine Hand krampft so langsam auch so ein bisschen. Weil man halt angreifen muss mit A. Und springen mit, also irgendwie, ich weiß nicht, ob meine Hand dafür nur nicht ausgelegt ist, aber... Ha 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 ha
Yo! Die Musik wird auf jeden Fall sehr episch gerade. Passend für den Fight hier. Komm schon. Einmal noch. Yes! Auch der Imperial Garden findet hier sein Ende. Und auch ihn zerstören wir nämlich natürlich komplett blutig. Wir sind ja auch Drag. Ach du Scheiße, und erstechen einfach den König. Tschüss, König. The End! Das war doch ganz nett. Ja. Also, wie gesagt, coole Idee wieder. Die Musik fand ich sehr, sehr stark. Die Musik hat sehr, sehr gut in dieses Setting gepasst. Auch das Pixel Art hat mir sehr gut gefallen. Man müsste vielleicht noch so ein bisschen mehr am Combat arbeiten und vielleicht den Gegner noch mehr Attacken geben. Ich fand's jetzt schon so ein bisschen clunky und schwierig, da irgendwie reinzukommen, aber trotzdem so ein paar mehr Attacken wären, glaube ich, ganz gut. Aber hat mir sehr gefallen. Hat mir sehr gefallen. Press Jump. Jawohl. The Rise of Dracula. Witziges kleines Game, er sollte dranbleiben. Ich glaube, da könnte was sehr, sehr Cooles draus entstehen irgendwann mal. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü.